Im Weltraum hört dich niemand schreien. Ist ja auch klar, da gibt's ja keinen Schall. Falsch. Im Weltall gibt es Schall. Und was für einen. Es gibt ja die Science-Fiction-Filme, wo regelmäßig was explodiert und wo man regelmäßig diese Explosion hört. Und regelmäßig bekommen alle diejenigen, die solche Sendungen machen über das Weltall, natürlich Leserbriefe, wo dann drin steht, man kann doch den Schall im Weltall gar nicht hören. Da hört man gar nichts, da gibt es gar keinen Schall sogar. Solche Äußerungen werden gemacht. Ja, das stimmt eben nur zum Teil. Im Weltall gibt es Schall. Allerdings braucht man, um den Schall des Weltalls zu hören, also den Schall, den man da im Alltag hat, also den Schall, den man da im Weltall hören könnte, der ist so ungeheuer tief, dass er jenseits von allem ist, was wir uns auch nur im Entferntesten vorstellen können. Ich meine, wir haben ja Ohren. Wir haben deswegen Ohren, weil wir auf dem Boden eines Luftmeeres leben. Dieses Luftmeer, die Atmosphäre, die kann eben schwingen. Diese Schwingungen von Druck und Dichte, die nennt man Schallwellen. Wir haben Augen, die sind empfindlich für das sichtbare Licht, also weil wir es sehen können. Das ist für uns der Sensor für das Optische, das sind die Sensoren für die Schallwellen. So. Wir können bestimmte Töne mit unseren Ohren hören, so wie wir bestimmte Frequenzen des elektromagnetischen Spektrums mit unseren Augen sehen können. Und da, beim sichtbaren Licht, da wissen wir schon, das ist nicht alles. Da gibt es nämlich Ultraviolett, das ist also jenseits des Blauen. Und es gibt Infrarot, das ist jenseits des Roten. Es hat nur andere Wellenlängen. Beim Roten sind die Wellenlängen länger als das Sichtbare und beim Ultraviolett sind die Wellenlängen kleiner. Und beim Schall gibt es da vielleicht auch Schall, den wir nicht hören können? Genau, also hier bei uns auf der Erde kennen wir das schon. Da gibt es Infraschall. Der ist viel, viel niedriger in der Frequenz als alles, was wir hören können. Den können wir aber spüren. Also hier mit dem Zwerchfell, manche sagen sogar, dass wir sie insgesamt richtig spüren können, dass das Übelkeit verursachen kann und so weiter. Und das andere ist Ultraschall. Den kennen wir natürlich auch alle. So, aber den können wir nicht hören. Fledermäuse können den hören. So, und wie ist das jetzt mit den Schallwellen? Wie hängt denn das miteinander zusammen? Und wieso gibt es denn da droben im Universum Schall? Gibt es denn da überhaupt einen Stoff? Schließlich kann man ja jeden Abend sehen, dass offenbar das Universum total leer ist. Also quasi völlig leer. Sonst würde man ja die Sterne gar nicht sehen. Wenn zwischen unserem Auge und den Sternen irgendwas wäre, was das Licht verschlucken würde, würden wir die Sterne ja nicht sehen. Klarerweise. Also, offenbar ist die Dichte im Universum sehr dünn. Außerordentlich dünn. In der Milchstraße ein Teilchen pro Kubikzentimeter. Und im Universum die mittlere Dichte ein Teilchen pro Kubikmeter. Das ist so gut wie gar nichts. Während hier in diesem Studio in einem Kubikzentimeter 100 Trillionen Teilchen drin sind. Also 10 hoch 20 Teilchen. Also offenbar ist da draußen so gut wie nichts. Aber es ist eben nur so gut wie nichts. Es können sich Schallwellen ausbreiten, wenn sie entstehen. Aber wie sollen denn Schallwellen entstehen? Ich meine, hier bei uns ist es ja so, dass wir Schallwellen dadurch erzeugen, dass wir was anstoßen und damit die Luft zum Schwingen bringen. Hier mit unseren Stimmbändern, ja, wir saugen die Luft ein, können sie rausbringen per Sprache und so weiter. Also wir wissen genau, wie wir Schall erzeugen können. Hohen Schall, niedrigen Schall, also natürlich nur Schall, den wir auch selber hören können. Aber wie geht denn das im Universum? Was könnte denn da eine Schallquelle sein, die also sich dann so richtig groß ausbreitet und die sogar noch, ich verrate jetzt mal gleich ein Geheimnis, sich wissenschaftlich nutzen lässt. Und da geht es, man wird es nicht glauben, um Galaxienhaufen. Also Galaxienhaufen, das ist ein Haufen Galaxien, genau. Also genau das ist damit gemeint. Das heißt, es geht um die größten Strukturen, um die fast größten Strukturen, die wir im Universum kennen. Das hier ist der Perseushaufen. Der ist 250 Millionen Lichtjahre von uns entfernt. Und man sieht hier deutlich, die Galaxien, die sind tatsächlich in einem Raumbereich konzentriert. Also jeder dieser Punkte hier ist eine Galaxie, abgesehen von ein paar Vordergrundsternen, die zu unserer Milchstraße gehören, sind diese Objekte Galaxien, die sich zusammengefunden haben, weil sie ein gemeinsames Gravitationspotenzial haben, in das kleine Galaxien reinfallen und immer mehr und mehr dort sich Galaxien verdichten. So wie bei Sternhaufen im Prinzip. Ja? Also ein Sternhaufen ist ein Haufen Sterne, haben ein gemeinsames Gravitationspotenzial, bleiben deswegen zusammen, zum Beispiel bei den Kugelsternhaufen. Und hier haben wir ein gemeinsames Gravitationspotenzial der Galaxien. Und dieses Gravitationspotenzial ist so groß,
dass wenn das Material da reinfällt, dann wird es schnell. Und je schneller es wird, umso höher ist seine Temperatur. Und wenn seine Temperatur ganz hoch ist, dann strahlt es sogar im Röntgenbereich ab. Also nochmal daran erinnern, im elektromagnetischen Spektrum gab es ja das sichtbare Licht, dann kommt Ultraviolett und dann kommt die Strahlung, die noch energiereicher ist, nämlich die Röntgenstrahlung. Und die Röntgenstrahlung von diesem Perseushaum, vom inneren Teil des Perseus, sieht dann so aus. Ja, ist das nicht irre? Das hier ist nochmal diese Röntgenstrahlung. Jetzt sieht man, aha, offenbar bewegen sich da Wellen aus. Richtig große Wellen. Unglaublich lange Wellen. Und das sind Druckdichteschwankungen. Das sind Schallwellen. Ja. Das ist der tiefste Ton, den wir bis heute gemessen haben. Die Wellenlänge oder die Frequenz dieses Objektes ist, wie soll man das sagen, wenn man hier muss man 10 Millionen Jahre darauf warten, bis eine Schallwelle durch ein mögliches kosmisches Ohr gegangen ist. Man braucht hier also gewaltige Löffel, die einige 10 Millionen Lichtjahre groß sind, um überhaupt diese Wellen wahrnehmen zu können, um sie unterscheiden zu können. Denn das hier sind Schwankungen des intergalaktischen Mediums im Perseushaufen, und zwar angetrieben, jetzt kommt es, angetrieben, also verursacht, durch ein schwarzes Loch in der Mitte dieses Perseushaufens in einer Galaxie. Und dieses schwarze Loch kriegt einfach regelmäßig Gas. Das fällt da rein. Und dadurch, dass es reinfällt, wird es heiß, es strahlt ab. Aber irgendwann kommt es eben in die Nähe des schwarzen Lochs. Und ein Teil davon wird zu einem Jet. Und dieser Jet, das ist eine Plasmaströmung, die rast nun ins intergalaktische Medium raus. Und zwar mit fast Lichtgeschwindigkeit, also hoher Druck. Aber irgendwann ist der Druck des Jets, hat es so nachgelassen, dass dieser Druck dieser Strömung genauso groß wird wie der Druck des Mediums drumherum. Und dann hat man praktisch ein Anklingen. Es stößt, als wenn man eine Glocke anstößt. Das intergalaktische Medium reagiert auf diese Störung und bewegt sich nun als Schallwelle ins intragalaktische Medium, also in das Medium zwischen den Galaxienhaufen hinaus. Und das ist jetzt nicht nur irgendwie so eine nette Aufnahme, wo man dann, aha, man sieht also, hier bewegt sich Schall. Für dessen Wahrnehmung bräuchte man ein unglaubliches Ohr. Was also, wenn man sich das jetzt mal vorstellt, was soll das für Wesen sein, die da im Universum was hören können? Aber man kann damit auch Wissenschaft machen, weil diese Schallwellen üben einen Druck aus. Das heißt, dieser Druck, der übt eine Wirkung aus auf das Gas, was möglicherweise in den Galaxienhaufen immer wieder reinfallen will. Und so entstehen dann praktisch immer wieder, wenn die Schallwellen vorbei sind, kann Material wieder reinfallen ins schwarze Loch, dann entstehen wieder die Schallwellen und auf diese Weise entsteht ein richtiges Wellenmuster, was sich hier im intergalaktischen Medium des Perseushaufens einfach irre nachweisen lässt. Tja, es gibt also Schall da draußen. Es ist übrigens 57 Oktaven unter der mittleren Taste im Klavier. Das ist bis jetzt der tiefste Ton, den wir vom Universum kennen. Davon kann es eine ganze Menge geben, von diesen Schallquellen. Denn jedes schwarze Loch, was Material zu sich aufnimmt und dabei ein Jet erzeugt, erzeugt auf diese Weise eine Schallwelle. Und nicht nur eine, sondern möglicherweise ein ganzes Spektrum. Wenn wir Ohren hätten zu hören, dann könnten wir womöglich ein kosmisches Orchester hören da draußen. Und wir wären in der Lage, praktisch am Ton festzustellen, was ein schwarzes Loch gerade macht. Nimmt es Material auf? Hat es was ausgestoßen? Ist es dabei, es zu verdauen? Was auch immer. Vielleicht könnten wir über Schallwellen, wenn es möglich wäre, einen Detektor zu haben, der so groß ist, viel mehr über den Kosmos erfahren, als wir das momentan tun. Schallwellen sind eine besondere Form der Information. Das ist der tiefste gemessene Ton, den wir bis heute kennen. Denkbar wären allerdings noch tiefere Töne. Denn es gibt ja noch größere Strukturen als Galaxienhaufen, Galaxien-Superhaufen, Galaxien-Super-Duper-Haufen, wer weiß. Und zuletzt, the sound of the universe. Der Klang des ganzen Universums. Ja, wenn das Universum in sich Schwankungen erzeugen würde, gleich von Anfang an. Ja, das kennen wir ja aus den Schwankungen der Hintergrundstrahlung. Da gibt es ja solche dichte Schwankungen, die sind Schallwellen, ohne Zweifel. Aber das Universum expandiert. Und wie? Und deswegen läuft es seinen eigenen Schallwellen davon. Es wird sich niemals hören. Es weiß also gar nichts von sich. Wir dagegen können in Welten vordringen, die nie ein Mensch zuvor
gesehen hat und gehört hat.